Ja, reden wir jetzt drüber. Machen wir es kurz und schmerzlos. Thema Schalke, ne? Ja, wisst ihr, was das Ding ist, Chat? Wisst ihr, was das Ding ist? Ich bin wieder an dem Punkt. Ich bin wirklich an dem Punkt, wo ich ertrage. Also, ich nehme es einfach nur noch hin. Ich bin leider wieder an dem Punkt, wo ich nehme es einfach nur noch hin. Ich nehme es hin. Ich gucke es mir an. Ich denke mir meinen Teil. Mein Papa neben mir schreit rum und ich nehme es einfach nur noch hin. Ich guck's mir an und denk mir, it is what it is. Es ist eine Mischung aus so vielen und es ist einfach, es sind Schmerzen, es sind unendliche Schmerzen. Ich guck mir das an und denk mir einfach nur, Bruder, du dummer Vollidiot, wie konntest du wirklich denken, dass wir in dieser Liga mit dem Trainer und mit dem Kader auch nur den Hauch einer Chance haben? Es ist wirklich ein Trauerspiel. Und ich habe wirklich, ich entschuldige mich bei jedem Bochumer. Wirklich, es tut mir sehr, sehr leid. Ich entschuldige mich bei jedem Bochumer, dass ich wochenlang gesagt habe, Schalke 04 muss eine zweite Mannschaft neben Bochum finden, die noch schlechter ist als wir. Nee. Nee. Der VfL Bochum muss eine zweite Mannschaft finden, wie Schalke 04, die noch schlechter ist als sie. Dann bleibt nämlich Bochum drin und nicht wir. Es tut mir leid, ich bin offiziell entschuldigt. Ey Bruder, wisst ihr, was Schalke 04 für ein Fußball spielt? Der Chunky schreibt's rein, die spielen, der gegnerische Strafraum ist Lava. Es ist der absolute Wahnsinn, dass es den 10. Spieltag braucht, damit dieser Trainer erkennt, dass wenn man Spieler auf den Platz stellt, die nicht nur wuchtig und unangenehm sind, sondern auch technisch mit dem Ball was veranstalten können, dass man dann auch technisch zumindest ansatzweise ansehnlichen Fußball spielen kann. Und lieber Frank Kramer, jetzt gebe ich dir mal einen ganz krassen Spoiler, aber verrat dem nicht. Ich will dir nicht das Staffelfinale versauen. Aber wenn du die Jungs, die Fußball spielen können, erst am 10. Spieltag im Namen von Florent Mollet mal auf den Platz stellst, dann ganz dicker Spoiler, die sind nicht eingespielt und die wissen gar nicht, was deren Mission ist. Und nach 35 Minuten haben die keine Luft mehr. You know the fucking German word match frische? Es existiert nicht. Meine Fresse. Fuck off. Fuck off einfach. Schmeiß ihn raus, bitte. Schmeiß ihn raus. Das kannst du ja nicht antun. Das kannst du dir ja nicht antun, Alter. Du musst dir mal überlegen, wir sind an dem Punkt angekommen. Wir spielen so einen unterirdischen Drecksfußball, der wirklich spielerisch so unterirdischer Haufen Kot ist, dass es wirklich einen Franzosen braucht, der zweimal einen Ball elegant annimmt und den Pfosten trifft, dass die Schalke-Spieler, dass die Schalke-Fans teilweise sagen: Boah, ey, Frank Kramer. Das war ja eine Leistung. Junge, halt dein Maul. Hast du jemals Fußball geguckt? Hast du dich mit Fußball auseinandergesetzt? Ey, es ist der Wahnsinn. Diese Mannschaft verliert einmal im Mittelfeld den Ball. Die wissen überhaupt nicht, was sie tun sollen. Die wissen überhaupt nicht, was sie tun sollen. Ich habe noch nie eine defensiv so unorganisierte Mannschaft gesehen wie Schalke 04. Und wir sind wieder an dem Punkt angelangt. Bruder, wir sind an dem Scheißpunkt angelangt, wo ich mir Gedanken und Sorgen um die Schalke 04-Spieler mache. Wir haben es geschafft, unser Trainerstab hat es geschafft, dass wir wirklich schwer depressive Spieler in der Mannschaft haben. Ich habe es letzte Woche gesagt, Henning Matriciani, tut mir leid, dass der da spielen musste. Simon Terodde, Bruder, pack deine Koffer. Ich traue dir ja sogar teilweise die erste Liga zu. Er hat keiner erwartet, dass du 20 Hütten machst. Aber an deiner Stelle, ich würde ja jedes Mal einen Nervenzusammenbruch kriegen. Dieser Mann hat in 10 Spielen 2 vernünftige Bälle bekommen. Bruder, heilige Mutter Maria, Simon Terodde tut mir ja todesleid. Dominik Drexler, Domme Drexler, spielt auf dem Flügel. Und ich meine das ernst. Ich meine es ernst. Es ist keine Ironie. Dumme Drechsler spielt Flügel! Digga, Frank Kramers größte Masterclass in dieser Saison war es, Rodrigo Salazar so krass zu vergraulen und so krass dauerhaft auf die Bank zu verbannen, dass es nicht mal auffällt, dass der Ehrenmann sich einen Mittelfußbruch zugezogen hat. Es fällt nicht mal auf. Es fällt nicht auf. Weil er hat ja eh nie gespielt. Junge, scheiß Frank Kramer denkt sich, er spielt FIFA 23 und macht Secondary Position auf Drexler rechter Flügel. Hast du einen scheiß Rad ab? Ich krieg Nasen.
mich nicht. Ich kriege Nasenbluten. Es fließt in Strömen. So krass nervt es mich. Ey Bruder, wisst ihr noch diesen einen Typ aus der Weekend League in FIFA 19, der gegen mich mit Ensonzi auf dem rechten Flügel gespielt hat? Ich schwöre, genau so fühlt sich die Saison an. Was soll ich euch zu dem Spiel noch sagen? Soll ich euch noch irgendwas erzählen? Es läuft super. Es ist halt, wie es ist, ne? Es ist, ja. Es ist einfach ein Trauerspiel. Es ist einfach ein Trauerspiel. Und lass mich das noch sagen, bevor wirklich wieder, wenn ein Highlight-Zusammenschnitt auf YouTube kommt. Natürlich ist nicht nur der Trainer schuld. Aber Bruder, wenn du jetzt an dem Trainer festhältst, nach 4 Niederlagen in Folge, in denen du 3 Spiele kein Tor gemacht hast, die letzten 2 Spiele eine Tordifferenz von 0-7 hast, obwohl dein Spielsystem sogar tendenziell eher defensiv ausgerichtet ist, Bruder, dann sag mir einfach, dass die Vereinsführung absteigen will. Und ohne Witz, einer schreibt's rein, den Fußball, den die spielen, ist wirklich, Klammer meinetwegen, das Spiel heute teilweise aus, ein Tritt in die Fresse für jeden Fan. Und ich sag's euch ehrlich, ich ziehe meinen Hut vor der Nordkurve, ich ziehe meinen Hut vor unserer aktiven Fanszene, weil das die Männer bis zur 90. Minute da wirklich noch den vollsten Support raushauen und wirklich die Arena beben lassen. Das war wirklich krass dafür, dass wir so sang- und klanglos, das Spiel war ja nach 40 Minuten entschieden oder 45, dass die da noch so am Supporten sind, das ist einfach so traurig, weil unser Verein ist so geil. Ja, unsere Fanszene ist so geil. Wir haben für mich das schönste Stadion in ganz Deutschland, aber wir haben halt einfach mal wieder wahrscheinlich die mitschlechteste Mannschaft. Und wisst ihr, was das Traurige ist? Ich sage, und vielleicht kickt da die Fanbrille, aber in dieser aktuellen Bundesliga-Saison, in dieser Konstellation mit Stuttgart und Bochum sind kriselnde Vereine da. Und es gab eventuell schon Bundesliga-Saisons, wo es schwieriger war. Aber, ja. Und Maxi Wittek. Ja, toll, danke. Der Nächste. Mein letzter Stargast aus der Elbrowski-Show tritt auch nochmal nach. Tritt ist auch nochmal ein klassischer Nachtritt. Ey, eine Sache will ich noch sagen, damit wir wirklich nicht alle denken, ich schieb's nur auf den Trainer. Eine Sache wirklich noch. Ich würde ja Ich würde ja Ruven Schröder wirklich in viele Kriege folgen. In super viele Kriege. Der Mann hat letztes Jahr Unglaubliches geleistet. Unglaubliches. Und dafür werde ich Ruven Schröder ewig dankbar sein. Aber zwei Sachen. Ruven Schröders Trainerentscheidungen sind sehr schwierig. Die Entscheidung, Mike Büskens im Trainerstab zu lassen, kann man in der Nachbetrachtung sagen, war eine völlige Fehleinschätzung. Man hätte sagen müssen, Bujo, mein allerherzlichster, mein allerbester, vielen Dank für deinen Einsatz. Aber das ist einfach, das war doch klar. Das war doch klar, wenn du einem neuen Trainer sagst, ey, du darfst keinen Co-Trainer mitnehmen und du musst mit der Vereinsikone zusammenarbeiten, die uns quasi alleine zum Aufstieg geführt hat. Es war doch vom ersten Spieltag an, war das doch zum Scheitern verurteilt, dass nach 3 schlechten Spielen die Leute rufen werden, ey, warum setzen sich der Büskens nicht wieder auf die Bank? Und warum ist dann am Ende ein Frank Kramer gekommen und nicht irgendein anderer Trainer als C- oder D-Lösung? Weil du an andere Trainer nicht rangekommen bist, weil die ihre Co-Trainer mitnehmen wollten, was ja natürlich auch normalerweise ein normaler Prozess ist. Und die andere Sache, und da weiß ich nicht, inwiefern man Frank Kramer einen Vorwurf machen kann, Frank Kramer, Digga, ich habe eine Psychose, wirklich. Und da weiß ich nicht, inwiefern inwiefern man da Ruven Schröder einen Vorwurf machen kann. Aber wir haben eine deutlich schlechtere Verteidigung als noch in der zweiten Bundesliga. Und das ist für einen Aufsteiger wirklich ein Armutszeugnis. Es war klar, dass du Itakura nicht ersetzen werden kannst. Es war klar, dass das schwierig wird, vor allem wenn du einen Malik Chow gegen Ende der Transferperiode verlierst. Aber Maya Yoshida, und ich will nicht auf einzelne Spieler drauf treten, weil jetzt zu sagen, ey, du bist an allem schuld und du, und da haben mich letzte Woche auch einige falsch verstanden. Ey, ich mache Matriciani gar keinen Vorwurf, wirklich. Ganz viel Liebe für Matriciani, der Junge muss sich so viel Scheiße anhören und der hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, der kommt aus der zweiten Mannschaft. Und wird halt auf einmal da reingeworfen und hat halt einfach die Qualität nicht. Ey, ist doch alles in Ordnung, meine Fresse.
Wir haben keine Ablöse für den bezahlt. Der hat niemandem was getan, so, aber irgendwas hat Frank Kramer in dem gesehen, was kein anderer gesehen hat. Kein böses Blut gegen Matriciani. Aber, ey, Maya Yoshida, tut mir leid, aber du bist 5 Jahre zu alt für die Bundesliga. Ich hab's jetzt gesagt, Maya Yoshida, ich hab genug gesehen. Wenn es die Möglichkeit gibt, Yoshida im Winter wieder loszuwerden, dann mach es meinetwegen. Weil das ist einfach, er ist das Gegenteil von dem, was er sein sollte. Er strahlt Unsicherheit aus, er strahlt eine... Der ist, wie nennt man das, lethargisch? Lethargisch ist, glaube ich, das richtige Wort. Er ist in jedem Sprint zu langsam. Er ist am Ball auch wirklich... Nee. Maya Yoshida wirklich mit ganz viel Wohlwollen. Vielleicht in einer Dreierkette, in der Mitte. Aber in einer Viererkette Maya Yoshida. Bitte nicht. Und ich hätte es nicht gedacht, dass ich das mal sage... Aber ich freue mich auf die Weltmeisterschaft im fucking November, weil dann muss ich mir die Scheiße einfach 4 bis 6 Wochen lang auf Schalke nicht angucken. Und ich habe die Hoffnung, dass wir es vielleicht schaffen, in der Zwischenzeit uns 2, 3 neue Spieler zu holen und vielleicht die Chance nutzen, dem Trainer die Zeit zu geben, dass er mit der Mannschaft arbeiten kann. Ich freue mich gerade auf die WM in Katar im Winter. Einfach nur, damit es meinem Verein vielleicht besser geht. Weil so scheiße wie die spielen, werden wir keinen Nationalspieler abstellen. Also beim besten Willen nicht. Es sei denn, Hansi Flick denkt sich, ey, ich mache eine Positions- und Modifikationskarte auf Dommer Drexler und der spielt bei uns den rechten Flügel. Und es tut mir leid, ich sag's jetzt nochmal. Und ja, er ist nicht an allem schuld. Aber so lange schon an Frank Kramer festzuhalten, ist wirklich vereinschädigend. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage. Aber Rufen Schröder, mein Freund, wenn wir am Dienstag aus dem Pokal rausfliegen... Und wieder diesen Frank Kramer Drecksfußball spielen, dann wird auch der Zeitpunkt kommen, wo du dir das ankreiden lassen musst. Musst du dir. Weil dann verspielst du 1 Million Euro an Prämie, die wir einnehmen könnten, wenn wir weiterkommen würden. Es ist ganz viel Konjunktiv, aber mit Frank Kramer auswärts nach Hoffenheim zu reisen, ist eine Aufgabe. Da kannst du da mit einem weißen Fähnchen anreisen. Du kannst da mit einem weißen Fähnchen anreisen. Und das meine ich so, wie ich sage. Und ich weiß nicht, ob ihr unseren Bundesliga-Spielplan kennt, aber unsere nächsten Spiele sind, glaube ich, Freiburg und München. Und, ja. Also unsere letzten beiden Spiele in der Bundesliga haben eine Tordifferenz von 0 zu 7. Wir haben Hertha noch vorher, okay. Ich sehe ja aktuell, wir haben gegen Stuttgart und gegen Bochum gespielt. Ich sehe nicht, wie wir Punkte holen sollen. Und das ist jetzt auch eine Sache und vielleicht lässt sich das im Rage so einfach sagen. Und vielleicht ist das falsch. Ich bin kein Finanzexperte. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Ich weiß nicht, wie viel Geld für Transfers diesen Sommer zur Verfügung standen. Und ich weiß, dass Schalke sich konsolidieren muss. Ich weiß, dass Schalke weiterhin Schulden abbauen muss. Aber Stand jetzt für mich eine kolossale Fehlentscheidung, 1-2 Millionen Euro diesen Sommer zu sparen. Weil ich sage das, was ich letzte Woche gesagt habe. Du wolltest eine kostengünstige Trainerlösung haben. Du hast Lösung C genommen und du hast auch Lösung C bekommen. Du hast einem nicht fähigen Trainer einen 2-Jahres-Vertrag gegeben und ich würde jetzt 1 Million Euro drauf setzen, dass Frank Kramer im Januar kein Trainer mehr ist. Das heißt, du bezahlst wieder einen Trainer 1,5 Jahre umsonst. Und da finde ich, darf die Frage erlaubt sein, warum man nicht einfach mal von vornherein auf dem Trainermarkt ein bisschen besser sondiert, vielleicht ein 500.000 im Jahr mehr in die Hand nimmt oder meinetwegen auch 1 Million mehr und sich dann einen vernünftigen Mann auf die Bank setzt. Punkt Nummer 2. Ich verstehe auch, dass wir in Sachen Transfers Einnahmen generieren müssen. Aber ich finde, auch da muss die Frage gestellt werden dürfen, ob es nicht vielleicht teilweise etwas fahrlässig war, wie wir diesen Sommer unseren Kader zusammengestellt haben. Ja, wir müssen auf unsere Finanzen achten. Und ja, Rufen Schröder hat einige preiswerte Lösungen gefunden. Aber ich sage es jetzt, diese Abwehr, die wir haben, ist nicht Bundesliga-tauglich. Und diese Abwehr so zusammenzustellen, ist für mich fahrlässig. Also beim besten Willen, Kaminski, ich weiß nicht, lebt er noch? Kein Plan. Leo Greimel, lange verletzt gewesen. Kann ich bis jetzt nicht beurteilen. Cedric Brunner, kein böses Blut, aber schrecklich. Vandenberg, leih einen 19-jährigen Spieler aus und du kriegst halt einen 19-jährigen Spieler, den du ausleihst. Ist eine Wundertüte, hat sich verletzt, gute Besserung.
Maya Yoshida, ich weiß nicht, was, also wirklich, und es soll nicht so rüberkommen, als würde ich mich hier auf einzelne Spieler einschießen, weil es ist absolut falsch. Und Chat da mal ein plus eins, ich glaube, da sind wir uns alle einig, in der Situation, in der Schalke sich befindet, mit den Mitteln, die die haben und bei dem, was da rumläuft, es ist absolut falsch, den Zeigefinger zu nehmen und zu sagen, du bist schuld. Du bist schuld. Der Spieler XY ist schuld. Der ist an allem schuld. Der ist an allem schuld. Das tue ich nicht mal bei Frank Kramer. Real Talk, ich tue es nicht. Frank Kramer ist ein sehr sympathischer Typ. Ich habe überhaupt nichts gegen den. Und ich habe auch nicht erwartet, dass wir irgendwie nach 10 Spielen 20 Punkte haben. Wirklich nicht. Aber es darf auch erlaubt sein, dass man nach 10 Spielen und, wo stehen wir, 6 Punkten, 5 Punkten und 24 Gegentoren sich mal überlegt, ob das hier gerade so in die richtige Richtung läuft. Vor allem bei dem Fußball, den wir gespielt haben. Wie viele Saisontore haben wir? 6 Stück. Wie viele Punkte haben wir? Ich glaube 5. Können auch 6 sein. Von den 6 Punkten und 6 Toren, die wir erzielt haben, haben wir jeweils 3 Punkte und 3 Tore gegen zu dem Zeitpunkt ein völlig desolates VfL Bochum geholt. Verbleiben 9 weitere Spiele. 3 Tore, 3 Punkte aus 9 weiteren Spielen. Und mehr möchte ich nicht dazu sagen. Mehr möchte ich nicht dazu sagen. Okay, ich habe gerade Scheiße gelabert, es sind 7 weitere Tore. Wir haben irgendwie 10 Tore gemacht. Ah ja, da waren ja alleine 2 gegen Augsburg dabei. Aber ich möchte trotzdem nicht mehr sagen. Diesen Trainer und diese Abwehr über diese glorreiche WM im Winter hinaus so zu lassen, wie sie ist, ist fahrlässig. Und ich sage euch eine Sache. Wann geht die Weltmeisterschaft los? 20. November. Wenn wir rund um den 20. November keinen neuen Trainer haben, der keine Vorbereitung bekommt, in der Winterpause mit der Mannschaft, während diese grandiose WM in der Wüste ausgetragen wird, steigen wir zu 1 Million% ab. 1 Million%. Wisst ihr, was das Traurige daran ist? Und ich glaube, da stimmen mir viele Schalke-Fans zu, es ist einfach nicht nötig gewesen. Dieser Verein wurde letzten oder jetzt im Mai, dieser Verein wurde so wiederbelebt. Wir sind auf so einer Euphoriewelle geritten. Junge, es hätte doch gar nicht viel, was hätten wir gebraucht? Setz da einen sympathischen Trainer mit einem halbwegs offensiven Konzept hin, lass einen Salazar von Anfang an spielen, hol offensive Leute, die du auch auf ihren Positionen einsetzt. Und meine Fresse, wenn du dann nach 10 Spielen vielleicht 8 Punkte hast und 15. bist, Digga, dann ist dir keiner böse. Aber ich schwöre bei Gott, bei dem Fußball brauchst du dich nicht wundern, wenn hier gerade eine Generation von 5-, 6-Jährigen ranwächst, die wirklich absolut kein Interesse hat, Schalke-Fan zu werden. Ja, soviel zum Thema Schalke.